Und wieder einmal sagen wir Hallo und herzlich willkommen hier am Berufsbildungszentrum in Mölln. Bevor wir aber heute weitergehen auf unsere Themeninhalte, und wir bleiben heute wieder im Bereich der Bar, möchten wir uns ganz gerne einmal persönlich vorstellen, damit Sie und ihr eigentlich wisst, mit wem es hier zu tun hat. Wir haben natürlich wie immer die Corona-Regeln eingehalten und von daher werde ich jetzt meine Maske abnehmen. Einmal zum besseren Verständnis und wie immer, ich bekomme auch ein bisschen besser Luft. So, kurz zu mir. Mein Name ist André Weidemann und bin Berufsschullehrer hier am Berufsbildungszentrum in Mölln und bin zuständig für die gastronomische Ausbildung von Restaurantfach und Hotelfach, unter anderem auch andere Berufszweige, die ich dann in Fachübung unterrichte. Aber das ist nicht so wichtig. Letztendlich geht es darum, wer bin ich überhaupt, was habe ich getan? Ich selbst bin ein Gastronom, ausgebildet im Restaurantfach und auch noch im Hotelfach. Danach bin ich ein bisschen durch die Weltgeschichte gegondelt, unter anderem in Deutschland gearbeitet und auch in der Schweiz. Habe mich dann entschlossen, mich weiterzubilden zum Hotel- und Gaststättenbetriebswirt, zum staatlich geprüften Gastronom und ich habe auch noch meinen Meister im Bereich Restaurant absolviert. Doch das einmal zu mir, das heißt, ich weiß eigentlich, wovon ich hier rede und freue mich ganz besonders, dass ich meinen Kollegen vorstellen darf, Matthias Schorbach. Und ich bitte dich, Matthias, auch du dich einmal vorzustellen. Hallo und auch guten Tag. Ich wurde ja gerade schon gut vorgestellt, also mein Name ist Matthias Schorbach. Ich bin Berufsschullehrer hier am BBZ Mölln. Mein beruflicher Werdegang, ich hatte eine Ausbildung zum Koch, danach war ich auf der Hotelfachschule in Lübeck, habe meinen Küchenmeister gemacht, meinen staatlich geprüften Gastronom, den Hotel- und Gaststättenbetriebswirt. Und nun bin ich hier, um mein Wissen Schülern weiterzugeben und das ist meine neue Profession. Also vielen Dank fürs Schauen und viel Spaß beim Gucken.